So. Suchen wir weiter. Oh, es ist so unbequem, so zu sitzen jetzt gerade bei mir. Ich muss mich echt hinlegen. Deswegen ist das jetzt auch die letzte Aufnahme. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh, ich kann hier sogar rauf. Wo zum Henker kriege ich die... Funktioniert das hier? Nö. Aber behalte ich trotzdem meine Hand. Brauche ich vielleicht gleich noch. Ist hier irgendetwas? Irgendwas von Interesse? Nee. Oh Mann. Wie macht man das? Wie macht man das? Lalalala. Irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas ist nicht richtig. Tankfluten. Das ist auf dem Chip, okay. Könnte ich nicht versalben. Sind auf dem Chip auf jeden Fall drauf. Tankfluten. Soll ich vielleicht den Scan hier rauflegen? Aber ich probiere mal den. Den einfach mal rauszunehmen und hier reinzustecken. Mal gucken, was das bringt. Ach, das bringt gar nichts. Ach, das ist nicht... Hä? Das ist nicht kompatibel. So sind wir also drauf. Ja, wo packe ich das jetzt rein? Hier funktioniert anscheinend nichts. Es sei denn... Ne, mit dem Licht hat es auch nichts zu tun. Verdammt! Ich glaube, ich habe den Faden verloren und brauche Hilfe. Nee, das bringt nichts. Oh, Licht an. So. Irgendwie noch ein Scan übrig hier. Vielleicht ist ein anderer ja kooperativer. Ne. Ich hätte unten in der Hölle jetzt nichts mitnehmen sollen, oder? Wehe. Da denkt doch keiner dran. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass ich nochmal zurück zu Kessel muss. Aber... irgendwie auch nicht. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Machen wir mal keine Umgebung. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this? Wait! Simon, you just reset the simulation. Ja, probieren wir es nochmal, ne?
That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Scanner war schon richtig, aber das Unterstützungsmodul fehlt irgendwie. Kann ja sonst nichts irgendwie hier noch dazu anschließen oder so. Ich hab halt nur diese zwei Dinger. Aber sonst nichts. Das heißt, es müsste noch irgendwo ein Modul rumfliegen. Das bedeutet, ich müsste wieder raus. Das heißt, es ist scheiße. Was für ein Gegner flog hier eigentlich rum? Eigentlich nur der... Der Kreischer, ne? Eigentlich nur der. Das Problem ist, was frisst Leute? Ich gehe nochmal nach vorne. You know what? Go look for Brandon's room. Let's do some investigation. I'm sure we can get to him somehow. Okay. Ich hätte nie als den Heilungsbrübbel nehmen soll. Das hat die ganze Energie lahmgelegt hier. Geh mal in sein Zimmer. Es ist dunkel geworden, das ist schön. Und irgendwas knatscht hier jetzt rum. Unbekannte, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob er durchbricht da vorne und dann geht's ab. Ach, das ist der Elevator da. Der. Guy Conrad. Irgendein Brandon suchen wir jetzt gerade. Here we go. Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Was, wo? Wie? Hä? Ach, da ist er. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Oh, dann schauen wir uns mal in seinen Raum um. Außer das mal Mülleimer. Ne, nix. Er hat sowas hier. Oh. Fotos von irgendwie Erde. Oh, Schloss. Und hier haben wir Fairchild Award. Okay.
anscheinend einer, der viel gereist ist. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Oh ja. Und er nutzt zwei Kissen. Modul wäre jetzt nicht schlecht. Hier vielleicht das eine Ding mitnehmen sollen, ne? Hätte vielleicht auch nicht so genutzt. Ne? Brandon Vaughn. Männlich, 177 groß. Chinese. In Hongkong geboren. Ne, ich hab's schon gelesen, danke. Kann wieder dicht. So, hier. Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer, nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, können wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse, Alice. Dahinter ist nichts. There's a note from Alice that makes me think she was scanned alongside Brandon. Okay, that sounds really promising. We can definitely use that. Stimmt. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Hm. Ja, das waren die vielleicht, die beiden. Kier. Ich habe Kier verstanden, aber er meint wahrscheinlich Kier oder irgendwie so. 14. August 2103. Akers hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Krier und ich sind heute nach Theta umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keinen Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. 25. August. I found more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock. We got it already. We should focus on simulating Brandon Vaughn. Ja, das hier ist noch für die Allgemeinheit hier. 25. August 2103. Habe Leute zusammen mit Alice meine Arche-Scan gemacht. Strohmeyer hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut. Ein paar Stunden später bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chuntrulla. Sie kann manchmal so unangenehm werden, das mir die Haut aufstellt. 7. Oktober 2103. Strohmeyer ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Arche-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen. Und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Ah, das haben so viel Blut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. 15. Januar 2104. Ich habe gerade gehört, dass das Komoribi-Vermissungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akers abzuholen. Es ist schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Vielleicht mal irgendwie andere Sachen. So, Origami. Dann haben wir das jetzt soweit hier. Bevor wir rausgehen, den Spaß lasse ich mir dann fürs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.